Herzlich willkommen hier im Eintrachtstadion in Braunschweig zur Partie unserer Braunschweiger Eintracht gegen den FC Hansa Rostock. Bevor es losgeht, möchten wir natürlich unsere Gäste etwas näher vorstellen. Der 28. Dezember des Jahres 1965, ein besonderer Tag in Rostock, war nämlich wurde der FC Hansa Rostock gegründet. Rekordspieler bis heute ist Wilmar Weiland mit 368 Spielen.
So, ich guck mal eben, die Mannschaften sind bereit, die Schiedsrichter bahnen sich ihren Weg, dann also viel Spaß beim Spiel Eintracht Braunschweig gegen den FC Hansa Rostock, präsentiert von der öffentlichen Versicherung.
Vorsitzenden des Kreisspielausschusses NV des Kreis Braunschweig sowie Rainer Staude vom NV Kreis Braunschweig verantwortlich für den Wolters-Pokal. Da kommen wir gleich noch zu. Dann aber noch eine Losfee. Ich hätte fast gesagt, er graut, aber nein. Nico Kiewski hat sich zur Verfügung gestellt und wird hier die Auslosung durchführen. Dazu noch eine kleine Besonderheit. Die Partie Rot-Weiß-Brück-Marode gegen Eintracht U23, die findet erst am 12. März statt. Daher sind natürlich beide Vereine in einem Kügelchen enthalten. Nicht, dass sich einer wundern sollte. Der klassentiefere Verein hat wie immer Heimrecht. Ja, dann würde ich jetzt Dieter Hellfeier erstmal bitten, einige Worte zu sagen. Liebe Sportkameraden hier im Stadion, ich spreche im Namen des Braunschweiger Amateurfußballs und bedanke mich recht herzlich bei der Hofbräuhaus-Wolters GmbH für die Unterstützung bei der 53. Austragung des Wolters-Pokals, der gleichzeitig auch die Braunschweiger Stadtmeisterschaft hat. Ich wünsche allen Mannschaften, die noch im Rennen sind, weiterhin viel Erfolg und bedanke mich zudem beim WTSV Eintracht, dass er uns wiederum ermöglicht, hier die Auslosung jetzt vorzunehmen. Dankeschön. Ja, danke, Dieter Hellfeier. Jetzt steigern wir mal die Spannung. Sagen wir nochmal, wer alles im Lostopf ist. TSV Germania Langmann aus der Bezirksliga. Die Freien Turner der Lehndorfer TSV aus der Landesliga. Und wie schon erwähnt, Rot-Weiß Völkmarode und Eintracht U23. Völkmarode in der Bezirksliga, Eintracht einer Tabellenspitze der Landesliga in einer Kugel. Und jetzt, Nico, darf ich dich bitten, dieses doch sehr, sehr ehrenvolle Amt gewissenhaft durchzuführen. Bitte. So, wir schauen mal. Wie gesagt, der klassentiefere Verein hat immer Heimrecht. Und hier drin ist der, zeig's ruhig in die Kamera, Lehndorfer TSV, der 18. der Landesliga. Nico, du darfst natürlich direkt weitermachen. Und der Lehndorfer TSV muss entweder auswärts antreten in Volkmarode oder hat Heimrecht gegen Eintracht, wenn ich das richtig sehe. Also Lehndorfer TSV gegen den Gewinner der Partie Rot-Weiß-Volkmarode gegen die U23 von Eintracht. Große Spannung jetzt im Übrigen. Also, wer ist da jetzt bloß noch im Lostopf drin? Die Freien Turner. Und so wie ich das sehe, müsst ihr trotzdem auswärts antreten. Beim. Wir wollen die Spannung nicht nehmen hier. TSV Germania Lamme aus der Bezirksliga. Also heißt die zweite Paarung Germania Lamme gegen die Freien Turner Braunschweig. Ja, dann fragen wir doch einfach mal den Dirk Weiß vom TSV Germania Lamme, was er zum Los sagt. Hi Turner, ist ja immer eine Nummer. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir gegen Turner spielen. Von daher, ich hätte zwar lieber ein Derby gehabt gegen Lehndorf, aber Turner ist auch okay. Okay, also da schon mal Zufriedenheit beim TSV Germania Lamme. Die beiden Halbfinalspiele, die werden im Übrigen nach Absprache zwischen den Vereinen festgelegt. Also die Termine, nicht die Ergebnisse. Und das Ganze natürlich bitte von Mitte April. Oder der Plan für die Halbfinale ist Mitte April. Das Finale ist dann am 8. Mai. Also, heute das Flutlichtpokal. Ich sag's nochmal. TSV oder Lehndorfer TSV gegen Volkmarode. Oder halt die U23 von Eintracht gegen den Sieger. Und im zweiten Halbfinale treffen Germania Lamme und die Freien Turner aufeinander. Also, tolle Geschichte. Wird wieder guter Fußball geboten, wie seit 1967 im Wolters-Flutlichtpokal. Da wurde der, wie ich gerade gehört habe, erstmalig ausgetragen. Freuen wir uns drauf. Dann darf ich mich noch bedanken bei meinen Gästen. Und wir schauen gleich mal weiter. Es gibt nämlich nicht nur Neues vom Fußball, sondern auch Neues aus dem Eintracht-Eck.
das Ganze präsentiert von Blumen Muck und
Deswegen sagt sie auch so viel, oder? Ich habe mich nie verstanden. Halt auch so viel, der Fett. Ja. Müssen wir auswärts gewinnen. Geht nicht anders. Zeig, da müssen wir das nächste Mal auswärts gewinnen halt. Geht nicht anders. Die Mannschaft kämpft wenigstens. Da sieht man, dass sie kämpfen. 1-0! 1-0!